Ja, verkauf's. Verkauf's. Ja. Ja. Hau weg den Kram. Ja. Ja. Ja, schön. Was haben wir? So machen wir das. Alles klar? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube so, es wird nicht länger als 2 Stunden oder so dauern. Und dann telefonieren wir dann. Alles klar. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. Wenn es passt. Während in den beiden Übergangsjahrzehnten zwischen 1990 und 2010 kulturelle Labore und experimentelle Situationen aufblühten, Grenzerweiterungen, Perspektivverschiebungen und ein Hinterfragen etablierter Begrifflichkeiten in die plötzlich pluralen Mittelpunkte rückten, entwickelte sich eine Praxis der Künstlerförderung jenseits von Erwartbarkeit. Die Euphorie über die scheinbar vollkommene theoretische wie praktische Freiheit, die bei vielen Akteuren, ob nun zu Recht oder nicht, zuvor durch die populäreren Thesen postmoderner Diskurse aufgekommen war, hatte sich bereits wieder relativiert. Ja, ich mag Wunderkammern, Panoptiken, Raritätenkabinette, anatomische Sammlung. Die Kunstkammer in Wien zum Beispiel, das Grüne Gewölbe oder La Specula in Florenz, ganz fantastische Sammlung. Bereits im Jahr 1987 hatte Ernst von Glasersfeld, Protagonist radikal-konstruktivistischen Denkens, dies auf den Punkt gebracht, indem er Paul Feyerabends vermeintliche Zauberformel Anything Goes ergänzt hatte. Anything goes, if it works. Und natürlich bin ich der Meinung, dass ein Mensch wie Rudolf II. Zumindest der Kunst zu größerem Segen verholfen hat als die bundesdeutsche Ministerialbürokratie. Dass sich in von Glasersfelds Biografie Natur- und Geisteswissenschaften durchdrangen, war dabei kein Zufall. Ich hätte gern eine Wiederbelebung des Salons. Der Salon hat Diskurs und Kritik unter Künstlern verschiedenster Sparten organisiert. Und heute bestimmt darüber ein Amalgam aus Kritikern, Marktanalysten, Museumsdirektoren, Galeristen, Kuratoren und so weiter und so fort. Und das ist verheerend. Und die Künstler haben sich ihre Verantwortung abgeworfen. Und die meisten warten bis heute auf die Bezahlung. So ist es zum Beispiel in der Physik üblich, mit unbewiesenen Thesen weiterzuarbeiten und daraus belastbares, neues Material zu entwickeln. Im Rahmen des Diskurses des radikalen Konstruktivismus prägte von Glasersfeld schließlich den Begriff der Viabilität, der nichts anderes meint als die oben erwähnte Auflösung absoluter Kategorien wie wahr, unwahr oder richtig, falsch zugunsten dem Kriterium des Passens oder Funktionierens. Im Übrigen ist es keine Installation, sondern eine ganz traditionelle Skulptur. Sonst wäre ich ja Installateur und den holt man, wenn er Wasser antropft. Die absolute Freiheit hatte einen flexiblen Rahmen erhalten. Nicht nur in den Theorien jener Zeit, sondern analog auch in der kulturellen und sogar der kulturpolitischen Praxis. Der Künstler hat das Recht, bescheiden und die Pflicht, eitel zu sein. Ist nicht von mir, ist von Karl Kraus.